Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute Donnerstag, den 18.04. mittlerweile 12 Uhr, schon Mittag, genau. Ja, wir waren schon fleißig, nachdem wir heute Morgen früh auf sind, ich glaube 6 Uhr oder so. Ja, Lenny hat zurzeit die Nase dafür, wir stellen mal früh auf, so nach dem Motto, der frühe Vogel fängt den Wurm. Ist ja auch alles kein Thema, aber doch nicht, wenn wir Zeit haben zum Schlafen. Naja, ein richtiger Langschläfer bin ich sowieso nicht. Ich bin 7 Uhr, halb 8 ist Schicht im Schacht. Naja, da haben wir dann noch gefrühstückt und dann sind Lenny und ich in der Stadt einkaufen gewesen. Was heißt einkaufen? Ich musste einmal zur Apotheke und dann haben wir noch Toast und Aufbackbrötchen geholt gehabt. Aber nicht in der Apotheke, sondern in einem Lebensmittelgeschäft. Ja, und dann waren wir noch einmal kurz angepackt runtergefallen. Dann waren wir noch einmal kurz durch die Stadt gesträubt und jetzt sind wir zu Hause. Der Udo ist oben im Schlafzimmer die Fliegengitter am Anbringen, genau. Der macht ordentlich Krach und Lärm, deswegen stehe ich hier. Die Sonne scheint, das ist richtig schön angenehm und ja, mein Sohn hat mich heute Morgen geschockt, ne? Also der hat eine richtig lange Matte. Der hat schon eine kurze Frisur gehabt, aber dadurch, dass der so dicke Haare hat, ja, hat er ordentlich Wolle auf dem Kopf und neben ihm hingen immer die Haare in den Augen und da kriege ich einen Anfall. Und dann habe ich ihn spontan dazu überredet, Haare schneiden zu gehen. Er war erst überhaupt nicht begeistert und jetzt hat er hinten alles kurz, wirklich kurz und obendrauf ja, so eine Matte. Er hat selbst entschieden, weil was bringt er, wenn ich sage so und so und er fühlt sich nicht wohl. Ich will auch nicht, dass jemand anders meine Frisur entscheidet. Und da lassen wir ihm die Freiheit und ihm muss das gefallen. Und natürlich ist er gewöhnungsbedürftig, vor allen Dingen als die Friseuse dann anfing mit der Maschine die Haare zu schneiden. Das war wirklich, als wenn ein Schaf am Scheren bist. Und jetzt sieht er wieder schick aus. Ja, er war nicht begeistert, aber jetzt sagt er, oh, danke, das war doch schön und so weiter und so fort. Und dann kommen wir in die frische Luft. Boah, Mama, das ist ein ganz anderes Gefühl. Ja, ich sage, das glaube ich. Ja, ich werde jetzt Mittagessen machen. Ich werde ein Spargelsüppchen machen. Das habe ich so auch noch nie gemacht. Das werde ich einmal austesten. Und ja, das hätte ich gerne mitgefilmt, aber hier ist zu viel Lärm und Krach und ja, das mache ich mal irgendwann. Vor allen Dingen habe ich das auch noch nicht gegessen. Wir testen das erstmal aus. Und wenn das schmeckt, dann werde ich euch das auf jeden Fall dann abfilmen. Genau, und dann haben wir nämlich zu viel Spargel und dann werde ich dann einfach nämlich noch ein Kotelett dazu machen und Kartoffeln. Weil ich glaube nicht, dass meine Kinder Spargelsüppchen und Spargel so essen. Dann haben die wenigstens Kartoffeln, Soße und Kotelett, genau. Ja, so ein richtiges Festtagsmahl. Und das mitten am grünen Donnerstag. Ja, ich hoffe, wir haben jetzt soweit alles zusammen. Samstag müssen wir noch einmal einkaufen, weil wenn ich jetzt die Sachen für Montag dann hole, das bringt mir auch nichts. Aber so ist das. Genau. Jo, Tiere sind versorgt schon. Sonst ist nichts Neues, glaube ich. Ne, ich glaube, ich habe alles gesagt, weil ich mir vom Herzen sprechen wollte. Jetzt werde ich erstmal Mittag machen. Den Knopf finde ich wieder nicht, doch da. So, das ist heute unser Mittagessen. Spargel mit Kartoffel, Schnitzel und Hollandaise-Soße und als Vorspeise gab es Spargelsuppe. Ja, da ist, also, das ist nicht so mein Geschmack. Ist mit Weiß. Das ist meins. Udo kriegt die Knochen. Das stimmt natürlich nicht. Die ist mit Weißwein und ja, dem Udo schmeckt es, dem Lenny auch, aber ich bin da jetzt nicht so für. Aber ich bin sowieso da drin, ganz komisch. Ich koche jeden Essen und mache und tue, back und weiß ich nicht und essen. Tue ich nicht wirklich. Udo fragte mal, ob ich was reingemischt habe, aber ich bin ja nicht böse. So, jetzt sitze ich gerade noch ein paar Minuten draußen und genieße ja, die Ruhe, wie auch immer. Kann man sehen, wie man will. Udo ist am Sägen, der Nachbar ist am Kärchern.
Deswegen Ruhe und ja, ich muss jetzt gleich in der Wohnung weitermachen. Das Mittagessen so hat lecker geschmeckt und das Spülen. Oh, macht ja die Spülmaschine, aber die muss ich auch erstmal einräumen, ne? Und dann ist da so viel gewesen, dass ich noch eine zweite Maschine gleich ansetzen muss, aber das dauert noch. Ja, ich wollte im Badezimmer jetzt weitermachen. Mal gucken, was da noch so wird. Das ist meine jetzige Aussicht. So, als erstes zeige ich euch mal unser Schlafzimmer. Ja, wir haben alles, wie nennt sich das? USB-Platten, ne? Ich finde das genial, aber jetzt zeige ich euch, warum der Udo den ganzen Tag oben war. Und zwar haben wir jetzt hier Fliegengitter drin. Die kann man dann so hochschieben und wieder runter machen. Und ja, die Seitenkanten, die waren auch noch alle offen gewesen. Die hat er zugemacht. Da sitzt der arme Herr. Ja, das wird alles noch gemacht. Schlafzimmer ist wurscht. Und hier ist der zweite Fenster. Ja, sieht richtig toll aus. Hat er richtig schön gemacht. Auch da, das Fenster war, glaube ich, nur bis zur Hälfte, ne? Offen. Da stand noch eine Holzplatte drüber. Das konnte man nie ganz aufmachen. Weil, ja, Schlafzimmer, Schlafzimmer. Ich bin da so der lockere Typ, der Udo nicht. Das hat ihn schon Jahre genervt. Ja, und jetzt macht er das hier fertig und hat er heute die Fliegengitter dran gebracht. Richtig genial. Jetzt können wir mit offenen Fenstern schlafen und brauchen keine Angst haben, dass uns eine Mücke pickt. Ja, du brauchtest das sowieso nicht. Da ist er. Du brauchtest das nicht. Weil die haben mich ja gestochen. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben heute den 19.04. Wir haben Karfreitag morgens um 7:30 und wie ihr seht, Haare sind schon gewaschen. Ich finde das Handtuch immer noch mega. Und ja, ich bin gerade aus dem Bett, also vor einer halben Stunde. Und ja, was soll ich euch sagen? Die Nacht war ganz okay, die Sonne scheint schon, die hat mich auch aus dem Bett geholt. Wunderbar, da fängt der Tag schon schön an. Zu gestern, zu unserem Schlafzimmer, der Udo sagte, bist du bekloppt, du kannst das Video, also ne, das Video machen, aber doch nicht hochladen von unserem Schlafzimmer, warum kann ich da nicht? Unser Schlafzimmer ist auf dem Dachboden. Der Dachboden ist so groß, dass ich gerade stehen kann, der Udo muss schon geduckt laufen. Da steht gerade unser Bett und jeweils ein Nachtschrank drin und das Bad. Und das ist komplett, bis auf die eine Wand zwischen den beiden Fenstern vor Kopf, alles mit Holz verkleidet. Das war vorher schon mit Holz verkleidet, aber dadurch, dass der Udo den Balken da drin ändern musste, musste er da die Wand wieder aufmachen, wird also wieder zugemacht. Und wir haben komplett hölzernes Schlafzimmer, wir haben Holzhaus da oben. Und das ist jetzt nicht gestrichen, wir haben keinen Teppich da drin, das ist einfach nur Rohbau. Ich schäme mich da nicht für. Erstens ist es was anderes, zweitens ist es von vornherein nicht so ein Schlafzimmer wie andere haben, wo man ordentlich reingehen kann, wo man einen Schrank drin stehen hat. Unser Schrank steht eine Etage tiefer. Und ja, da gehe ich rein, um mich im Bett zu legen und zu schlafen und morgens wieder aufzustehen, ist alles gut. Also ich bin da nicht so. Den Udo stört hat etwas, aber ich bin da ganz keep cool. Ich sag Udo, es reicht doch, wenn ab Etage Kinderzimmer bis nach unten hin alles fertig ist oder eben schön gemacht wird. Da oben geht das doch kein Wort an. Das ist doch unsere Sache. Wir machen da keine Fäden, wir machen da kein Halligalli. Wir schlafen da und das ist fertig. Und bis gestern waren sogar die Seitendinger auf. Da konnte man die ganzen Folien noch sehen. Und ja, das war nicht schön. Aber das hat der Udo jetzt alles auch mit Holz verkleidet und die Gitter vorgemacht. Ich finde das schön. Mir gefällt das. Und ich sehe da auch kein Problem drin. Also von daher
wenn wir jetzt da wohnen würden und hätten da 20 Mal am Tag Besuch oder ne, dann okay, dann würde ich sagen, ja gut, sollte man vielleicht mal was machen. Aber das ist unser Schlafzimmer, nö. Ich finde das schön, dass die Kinderzimmer fertig sind, dass der Flur fertig geworden ist, hier unten fertig ist und draußen und alles. Also fertig, in Anführungsstrichen, so, dass man drin leben kann und Besuch kriegen kann, ohne dass man sich schämen muss, so meine ich das. Es muss noch einiges gemacht werden, man darf auch nicht vergessen, der Udo macht das alles alleine. Und das geht nun mal nicht von heute auf morgen. Und von daher finde ich das schon, ist das eine super Leistung. Dürfte mein Männer nicht fragen, der sagt nein, aber ich sehe das ja und ich finde das super. Also von daher, alles gut. Und warum soll ich das nicht zeigen? Warum soll ich mich dafür schämen? Wer das nicht sehen will, braucht das nicht gucken. So sehe ich das. Genau, meine Tochter schläft noch, der Udo kommt gerade runter, glaube ich, hört sich zumindest an. Lenny sitzt schon hier unten mit mir, wie das so ist. Der ist ja früh auf Steher hoch 10. Ob mir das immer passt, das ist was anderes. Und ja, wir werden gleich erstmal schön frühstücken. Und dann werden heute Eier gefärbt. Dann wird noch ein Kuchen gebacken. Dann wird noch ein Stuten gebacken. Und ja, da haben wir so einiges vor. Einfach mal gechillt. Ich wollte es waschen. Hat der Udo gefragt, ob ich bescheuert bin. Wir sollen noch mal den Feiertag mal genießen. Ja, da eigentlich vollkommen recht. Reicht, wenn morgen gearbeitet wird, ne? Ja, auf jeden Fall haben wir heute schöne Sachen vor und ja, ich sag da mal bis später. Das ist die beste und schnellste Eierfärbung, seitdem ich die Eierfarm von Heidmann kenne. Denn Färben und Kochen funktioniert gerade gleichzeitig. Ja, lassen wir uns mal überraschen, wie die Eier gleich so aussehen. Die so schön bunt sind wie sonst auch. Und so schön sehen die Eier aus. Kein Ei sieht aus wie das andere. Das hat alles unterschiedliche, ja, wie sagt man, Kräfte der Farben und richtig schön. Da wird der Osterhase sich garantiert auch drüber freuen, die verteilen zu dürfen. So wie es sich an Karfreitag gehört, eigentlich jeden Freitag, ne, Fisch. Ich esse hier eine Makrele mit den Kindern und der Udo isst Sahnehering mit Pellkartoffeln, Creme fraiche und Light. Zwiebel. Light ist klar, genau. Wir lassen uns das jetzt schmecken. Hei. Wir haben mittlerweile gleich 17 Uhr. Das war wieder Mittag, wunderbar. Wir haben ja Mittag gegessen, habe ich euch ja gezeigt. Dann habe ich euch ja auch der komische Wespenbienenvieh da gezeigt. Upsala. Und dann hat meine Schwester geschrieben, dass sie auf dem Spielplatz ist, ob wir nicht Lust haben, vorbeizukommen. Ja, dachte ich, gut. Ich dachte auch, es wird voll. Und ich muss bis dahin muss ich immer so 20 Minuten mit dem Auto fahren. Ja, meine Kinder fertig gemacht, wart ihr auf Klo? Ja. Sind noch keine 5 Meter gefahren und dann sagt die Emma, ich muss Pipi. Da ein Stück Feld war, ich denke, komm, damit ihr nicht wieder nach Hause düsen muss. Ja, das ging dann aber nicht. Dann sind wir nach Hause gefahren, dann war sie auf Klo. Ich so, denk dran, entleer dich. Ja. Und ja, dann sind wir dahin, brechen voll. Wir sind fast da. Ich muss schon so im Kragen. Ich denke, Jeffy, tief durchatmen. Dann habe ich dann meinen Sohn, meinem Neffen und meiner Schwester übergeben. Und ich sage mal, ich fahre mit der nochmal, weil ich habe ja auch auf die Schnelle keinen Parkplatz gefunden. Ja, sagt sie, ist gut. Ich nach Hause gefahren, mein Kind komplett abgeladen, ich dann wieder dahin. Und sie da, dann sagt meine Schwester, nee, das ist mittlerweile so voll, wir fahren. Ja, ich kann euch sagen, in der Sonne, wir haben im Schatten heute 26 Grad. In der Sonne, ey, das ist kaum auszuhalten. Also das, boah. Ich bin so geschwitzt gewesen durch dieses Hin und Her, was da war, ne? Halleluzi, das kann ich euch sagen. Ja, das ist heute Sommerlife. Mir ist schön, aber pff, ist auch ganz schön warm wieder, ne?
Ja, dann ist überall Fete, dann musst du dich hier um Parkplatz nicht kloppen, aber kriegst halt keinen. Kannst dann vor der Tür auch noch gucken, wo du dann parken musst. Und ja, jetzt bin ich hier, jetzt werde ich meinen Stuten backen und in der Hoffnung, das funktioniert wenigstens. Genau, und irgendwas habe ich hier vorne auf der Nase. Ja, jetzt geht das so langsam, gerade weil die richtig rot, als wenn mich da was gestochen hätte. Ah, ganz komisch. Guck, oh, die Rosine ist gerade runtergefallen. Ich zeige euch da gleich, das ist mein Osterstuten, mein Hasenstuten. Und da habe ich aus Rosinen Gesicht gelegt. Aber irgendwie sind die gerade kurz vorm Explodieren. Atombackofen. Atombackofen, genau. Ja, mal abwarten, wie das so wird. Na, Da ist mein Osterstuten. Ja, man erkennt das so ein bisschen. Das ist ein Hase, ne? Guck mal, man könnte meinen, der lacht sogar. Ja, Udo und die Kinder stempeln gerade die Eier, aber das funktioniert nicht so, wie es soll. Mittlerweile 8:30 Uhr. Und wir haben. Wo war ich denn stehen geblieben heute Mittag? Bei dem. Stuten backen, genau. Kuchen haben wir gebacken. Kuchen wusstet ihr noch gar nichts von. Ich auch nicht. Spontan haben wir das gemacht. Hat der Udo, der Lenny hat den gebacken. Das erste Mal so komplett alleine. Klar, ich stand daneben, ne, aber so mit Abwiegen und alles, das hat er gemacht. Und also abgewogen. Zeug in die Küchenmaschine angemacht, gerührt, in die Kastenform und den Ofen habe ich gemacht. Ja, dann haben wir jetzt vorhin Abendbrot gegessen. Ich habe vorne und hinten die Blumen und die Wiese gegossen und einfach nur gesessen und gequatscht. Und Udo war zwischendurch noch aktiv. Das sieht man gar nicht, doch, da glitzert. Er hat ein Gänseei genommen. Übrigens isst er zu Ostern gerne ein Gänseei. Dann hat er das mit meinen guten Nagellacken angemalt. Hier eine schöne Tulpe. Gefällt mir richtig gut. Und vor allen Dingen sind die nicht geil. Die glitzern. Richtig schön gemacht. Zack. Ach, ich sehe jetzt gerade erstmal, der hat das frohe Ostern auch noch in Silber umrandet. Ja, das ist ein richtig schickes Ei geworden. Ich muss richtig vorsichtig damit umgehen, sonst fällt das noch runter. Genau, das hat er ausgeblasen und dann hat er noch eins, was er Ostersonntag essen möchte. Ich bin da ja nicht für. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare reinschreiben, wer von euch auch Gänseier isst. Ich weiß nicht warum, aber da kann ich nicht dran. Bei den Wachteln damals war schon eine Überwindung, aber da habe ich gemerkt, die schmecken für uns, für mich, wie Hühnereier, aber da kann ich nicht dran, weiß ich nicht, keine Ahnung. Naja, aber so ist jedem das seine, ne? Und das lasse ich dementsprechend auch so. Das finde ich gut, dass da hier nicht jeder gleich ist. Und ja, wir werden jetzt noch ein bisschen Fernsehen gucken und dann ratzen gehen. Ich bin nämlich hundemüde. Genau. Bis morgen. Wie nennt man den Herrn hier? Einohrhase. Guten Morgen. Wir haben heute Samstag, den 20. morgens um 7 Uhr. Und es sieht schon schön aus wieder. Die Luft ist angenehm. Und da ist Kleinkrüti. Ach, beide sind da. Wer sitzt denn direkt unterm Stein? Lisi. Da sitzt Paula. Guten Morgen, ihr beiden. Ja, wie gesagt, da hinten ist sie. Es ist richtig schön angenehm. Und es soll auch schön bleiben. Und ich dachte, ich zeige euch mal lieber das schöne Wetter und die schönen Blumen, bevor ihr mein Knittergesicht wieder seht. Auf einen schönen Tag. Juhu, 20 nach 12 haben wir. Guten Mittag.
Wir waren heute Morgen nach dem Frühstück, habe ich hier grob ein wenig aufgeräumt und dann waren wir los einkaufen. Zwischen den Feiertagen. Ja, nicht gut. Schon gar nicht bei dem schönen Wetter. Das war voll gewesen. Halleluzi. Ich war einmal im Drogeriemarkt, das Video dazu habt ihr bestimmt gesehen. Ganz dezent ausgeartet. Für einen Teil musste ich hin. Aber das habt ihr ja bestimmt schon mal gesehen, schon gesehen. Und dann waren wir im Lebensmittelgeschäft, genau, was nebendran war. Und die Leute sind die in der Hacken gefahren. Das war schon gar nicht mehr schön. Ich sage, Udo, nie wieder. Aber was willst du machen, wenn Montag auch noch zu ist? Dann schon, ich bin ja mal jemand, der vor den Feiertagen einkaufen geht, aber du hast dann eben auch Lebensmittel, die dann nicht mehr so schön sind. Und deswegen mussten wir heute los. Ja, auf jeden Fall, die haben sich ungelogen wirklich um Parkplatz fast gekloppt. Also da war Schreierei, da war Brüllerei, da war sich in eine Karre fahren und grausam, das ist ja nichts für mich. Aber was willst du machen? Wenn er einkaufen muss, muss er einkaufen. Ja, dann Grillfleisch, da haben die sich ja drüber geschmissen und Spargel. Da ging das auch ab wie Luzi. Ja, jetzt sind wir hier. Udo hat mir die Taschen noch reingeschmissen und er ist mit meinem Auto los und fährt durch die Waschstraße. Ich fahre gerne mit, aber ich traue mich nicht selbst zu fahren, wo das ja scheinbar pupi einfach ist. Aber ich habe da irgendwie, naja, irgendwas muss der Udo ja auch übernehmen, ne? Genau, weil mein Auto, das war schon nicht mehr schwarz, das war schon gelb, das war voller Pollen, das war dreckig und ja, da hat mein Schätzchen dann vor Ostern auch noch eine Pflege verdient. Wie sagt man bei meinem Auto? Außen hui, innen pfui, weil drin muss ich jetzt nämlich nochmal saugen. Aber gucke mal, nicht da nochmal. Hauptsache ist außen sauber, ne? Ja, ich werde jetzt die Taschen dann auspacken. Dann werde ich gucken, schon soweit alles fertig. Mal einen Salat machen für, wenn wir nachher grillen. Und ja, einmal durchsaugen, was so eben gemacht werden muss, ne? Das werden wir dann tun und dann werden wir uns, glaube ich, einfach nur noch hinsetzen, gucken, was die Kinder machen wollen. Und ich sehe schon mal geschafft aus. Ja, dabei ist alles gut. Ja. Und der Osterhase hat eben noch Vorbereitungen, die er tätigen muss. So ist das. Genau, ich muss die Tiere gleich noch versorgen. Ja, ich habe noch so einiges zu tun. Da bin ich noch mal. Jetzt gerade kam noch ein Paket. Ich denke, wer stellt denn jetzt hier? Wer will mich besuchen? Und der Postbote, ich denke, Anu, ich habe doch nichts bestellt. Was hat der Udo wieder bestellt? Nein, er war auch unschuldig. Oma und Opa aus dem Osten haben uns ein Westpaket ein geschickt. Westpaket geschickt. Genau. Nein, die haben uns Leckerchen geschickt. Wie sollen wir jemals schlank werden? Und dann hat der Udo was ganz Schönes gekriegt und ich auch. Und zwar hier so ein Osterei. Steht Frohe Ostern drauf. Einmal so sieht das aus. Tinte. Sieht das so aus. Und Udo hat eine Nougat-Füllung hier drin. Da ist lecker drin. Nougat. Und ich habe so ein schönes Ei gekriegt. Trosen und da-da-da-da. Lilien. Schön, ne? Und ich habe eine Marzipanfüllung da drin. Die weiß, was schmeckt, die Oma. Ja, und dann habe ich noch Weingummi gekriegt. Salami hat sie reingepackt. Jede Menge Osterlecker für die Kinder. Und Stinkekäse. Damit hat sie mich verärgert. Und dann haben die Kinder was gekriegt. Bin ich ehrlich, habe ich noch nie gesehen. Und zwar Decken. Juhu! Wie ungewöhnlich, ne? Nee, aber bei der Emma leuchten die Herzen im Dunkeln. Das habe ich noch nie gesehen, eine Decke, die im Dunkeln leuchtet. Und Lenny hat jetzt hier eine gekriegt. Da sind so Sterne und alles drauf und Mond und die Planeten und eine Rakete und so. Das leuchtet alles. Ja, da bin ich echt mal gespannt. Also da lasse ich mich überraschen, wie das heute abends aussieht. Die werden wir jetzt schön in der Sonne ausbreiten und dann heute Abend im Dunkeln mal gucken, wie das so aussieht. Genau, Wiese habe ich noch nicht gesehen. Aber das ist ja das Schöne daran, dass nicht überall
dasselbe gibt, ne? So, jetzt werde ich dem Herrn weiterhelfen aufzuräumen, sonst Taschen ausräumen. Er hat mein Auto ja gewaschen, er ist ja wieder zurück. Ja, gleich, ja. Und da muss ich ihm jetzt helfen. Ihr wisst ja, Männer und... Ich hoffe, ihr könnt die sehen, die sind am Mampfen, die beiden. Rechts sitzt Paule, der frisst Magnolie und Lisi frisst, ist das Löwenzahnblatt oder Gänseblümchen? Eins von beiden, die lassen sich jetzt auf jeden Fall schmecken. So, mittlerweile 3:30. Wir haben vorhin gegessen, jetzt macht so jeder sein Ding, chillt ein wenig. Die Kinder touren hier gerade aber rum. Keine Ahnung, was die machen. Singen. Und ich bin so müde, ich weiß gar nicht wovon. Ich habe doch geschlafen. Ja, die Sonne, die brutzelt runter, richtig schön. Es ist richtig angenehm. Man kann mal draußen sitzen ohne Jacke und lange Hose, alles. Und wir genießen das auf jeden Fall jetzt erstmal noch. So wird mein Garten jetzt hier umgegraben. Mama, es wird gemäht. Wird gemäht, jo, das wäre es. Na, Rasenmäher links runter und dann gib ihm. Da hat der Udo Spaß. Hat der Spaß dran. Aber das ist mein. So, wir haben jetzt, glaube ich, gleich 18 Uhr. Und jetzt laufen wir mal zu einem Osterfeuer. Wenn das überhaupt ist. Wenn nicht, dann sind wir so schön Runde gelaufen. Denn das Wetter ist noch so schön. Ich glaube, wir haben 25 Grad noch. 24 auf jeden Fall. Ja, in der Sonne ist es sehr angenehm. Da ist das Feuerchen. So, jetzt sind wir auf dem Weg zurück. Wir haben, glaube ich, gerade irgendwie um die 22 Uhr, das war richtig schön. Wir wären auch gerne noch länger geblieben, aber erstens sind wir müde und zweitens müssen wir ja in das Bett, wenn morgen vielleicht der Osterhase kommt, da müssen wir ja fit sein, um die Eier zu suchen. Uhu. Hallo ihr Lieben, wir haben heute Ostersonntag. Ich wünsche euch frohe Ostern. Wir haben jetzt gerade 6 Uhr und wir genießen die Ruhe hier draußen. Der Osterhase hat seine Arbeit schon getan und jetzt genießen wir noch die Ruhe. Das ist schön angenehm. Vögel zwitschern, alles schön. So, hier gehen wir unser Spaziergang heute machen. Genau, wenn die Hummel heute wieder alleine ist, da gehen wir dann immer eine größere Runde. Damit sie genug Bewegung hat. Und noch ist alles schön ruhig und ja, ich weiß gar nicht, wie spät wir haben. Ich glaube nach 9 oder so oder 9:30, was weiß ich. Oder um 10, auf jeden Fall noch früh. So, auch ich wünsche euch heute frohe Ostern, einen schönen Ostertag und ja, vor allen Dingen genießt ihr mit euren Lieben. An alle, die die Eier suchen und Kinder haben, viel Spaß dabei. Ich hoffe, der Osterhase war fleißig. Bei uns war er fleißig, die Kinder hatten Spaß. So fleißig, dass ein Ei nicht gefunden wurde. Udo sagte, wir werden später riechen, irgendwann. Ja, der Osterhase wusste nicht mehr, ob er 19 oder 20 Eier versteckt hat. Wir werden sehen. Genau. Ja, wir haben mittlerweile jetzt kurz nach 11.
Der Morgen war schon actionreich. Also wir waren aufgestanden, haben dann gefrühstückt. Dann haben wir Eier gesucht oder die Kinder. Es gab auch noch eine Kleinigkeit. Die Emma hat ein T-Shirt und Socken gekriegt und eine Käppi. Der Lenny hat eine Käppi gekriegt und zwei T-Shirts. Das reicht ganz einfach. Es gehen Weihnachten und die haben sich gefreut und die Käppi ist direkt schon ausgetestet. Ja, und anschließend waren die Kinder und ich mit der Hummel spazieren, dadurch, dass wir heute Mittag bei meinen Eltern sind und die Hummel da nicht mit kann, weil das ist dann zu röselig mit drei Hunden. Man muss nicht übertreiben. Und aber die kennt das auch, dass sie mal zu Hause ist. Und ja, dann gehen wir dann immer eine größere Runde, damit es auch gut ausgepowert ist und machen konnte und alles. Ja, und am Rückweg haben wir den Papa dann noch getroffen und dann sind die da dieses komische Auto da gefahren. Udo ist nicht mitgegangen, dem geht es heute nicht so gut. Der hat vom Blutdruck her Last, wie auch immer. Und wir wollten eigentlich mit denen wegfahren, da wo Lenny dann dieses Auto fahren kann. Aber was soll man übertreiben, wenn man auch vor der Tür, ja, vor der Tür ist gut gesagt, eine Riesenfläche hat, wo er dann fahren konnte. Ja, jetzt sind wir zu Hause. Ich werde jetzt aufräumen, also den Kaffeetisch abräumen und Spülmaschine einräumen, einmal durchsaugen. Dann werden wir alle einmal unter der Dusche springen, uns fertig machen und dann geht's heute Mittag zur Oma. Genau, genau. Da werde ich die Kamera auch mitnehmen. Ich muss euch doch mal die Edda zeigen. Vor allen Dingen habe ich auf den Fotos gesehen, ich habe die jetzt gut anderthalb, zwei Wochen nicht gesehen. Die sieht schon so riesig aus. Also da sieht man auch an den Welpen wie an den Kindern, die wachsen rasend schnell. Ja, so sieht das jetzt hier aus. Und ich wollte mich doch auch einmal zeigen. Haare sind schon gewaschen. Die muss ich gleich noch machen. Ich weiß noch nicht wie, keine Ahnung. Ob ganz streng, locker oder offen. Es ist jetzt schon so warm. Ja, wir lassen uns überraschen. An alle die, die sich im Sommer schminken, richtig schön mit Make-up und was man so alles macht, schwitzt ihr nicht? Wie macht ihr das? Ich würde mich so gerne schminken. Ich finde das jetzt schon traurig, dass meine Kosmetik schon so ungefähr bis auf den Herbst wieder warten muss, weil ich kann da nicht. Also ich schwitze im Gesicht, vor allen Dingen hier unter den Augen und alles, ja, wie das so ist, ne? Aber nur im Kopf so extrem. Und ja, da bringt halt ja nicht wirklich viel, ne? Und ich glaube, so viel wasserfestes Zeug gibt es auch nicht, oder? Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr euch im Sommer schminkt, wenn ja, mit was. Vor allen Dingen, dadurch, dass ich immer Sonnenbrille trage, ist das ja sowieso eigentlich fast sinnlos. Aber auch da ist halt nichts mit braun werden, denn ich sitze fast immer im Schatten. Und weil viele ja auch schreiben, ja, man ist ja dann gebräunt oder so. Naja, ich nicht wirklich. Also von daher. Und ich habe immer so eine tolle, unreine Haut. Also ich glaube, ich könnte mich nie schminken ohne Make-up. Oder irgendwie eine Tagescreme oder so. Ja, das finde ich schon ein bisschen traurig, ne? Und wir haben jetzt 24 Grad im Schatten. Dann wisst ihr, wie warm es in der Sonne ist. Genau, aber jetzt möchte ich einmal loslegen, damit ich noch was schaffe. Hallöchen! So, ich habe mich jetzt ein bisschen fertig gemacht. Und ich habe das erste Mal meinen Lockenstab ausgetestet. Schande über mein Haupt. Ja, ich muss noch üben, ne? Aber es geht. Mit einer Spange hier hochgeklipst. Genau. Bisschen Labello drauf, ein bisschen Wimperntusche. Ohrringe rein und das muss reichen. Genau, wir haben jetzt kurz vor drei, so 20 vor drei, wir machen uns jetzt fertig und dann geht's los. Ja, das Wetter schön, schön warm, deswegen auch nicht mehr Schminke drauf. Aber ich denke, man kann das schon so natürlich lassen, ne? Ja, wir werden uns dann jetzt fertig machen. Nur ich wollte euch vorher einmal die Locken zeigen, bevor die gleich wahrscheinlich ausgehangen sind, wie auch immer. Dann sag ich mal bis später. Da sind wir wieder, ich bin fix und alle. Ja, mittlerweile 10:30. Wir sind, glaube ich, seit 9:30, 20:10 oder 9:45 zu Hause, irgendwie so.
Und ja, da machen wir jetzt gerade noch eine große Runde mit der Hummel spazieren. Ja, der Nachmittag, Abend war wirklich schön gewesen. Auch stressig mit 3 Kindern, 2 Hunden und so weiter und so fort und der Familie mittendrin. Aber es war schön gewesen, doch. Wir hatten alle Spaß, die Kinder sind glücklich, lecker en masse, wie das so ist. Deswegen kaufen wir schon gar nichts mehr Großes, wir haben ja nur Nikolaus. Nikolaus. Ich habe heute auch mal, einmal ist mir rausgerutscht, frohe Weihnachten, ja. Einen Osterhasen geschenkt und 3-4 Leckerteile. Ich werde morgen gucken, alles zusammenlegen und mal, wenn ich dazu kommen sollte, wenn ich da nicht vergesse, zeige, was die Kinder gekriegt haben. Aber wie gesagt, das war jetzt nur der größte Lecker und vom Spielzeug Geschäften Gutschein, sonst ist da nichts bei gewesen. Genau, ja, mit Edda und Hanno, das war heute so röslich, da habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht zu filmen. Und die habe ich leider nicht drauf, aber da kommen wir irgendwann noch zu. Die werdet ihr sehen, die ist ganz schön gewachsen. Also ich war heute erschrocken, positiv erschrocken natürlich, wie riesig die schon ist. Und ja, Haare sitzen auch und jeder sagt, oh, das sieht gut aus. Mittlerweile sind sie doch weit ausgehangen. Aber mich hatte gewundert, ich bin selbst stolz auf mich, dass ich die so wie die jetzt liegen über die Ohren, weil ich ja eigentlich gar nicht mag, so Ohren und Hals, dass das so ja, geblieben ist. Genau. Aber auch das werden wir jetzt alles abschmücken und ja, wir werden uns Bett fertig machen. Ich bin kaputt. Ich bin da nicht mehr gewöhnt. Ja, ich werde dieses Video jetzt beenden und wir hören uns dann oder beziehungsweise sehen uns dann morgen wieder. Ich wünsche euch trotzdem, egal wann ihr jetzt seht, noch einen schönen Abend, einen schönen Tag und ja, sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt geht's nicht los.